Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die 2 am Bau. Und der ist schon wieder nur am Fressen. Ja, ich habe was Gesundes. Ach so, ich moin erstmal. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also würdest du erst einmal unsere Zuschauer begrüßen, bevor du dir irgendwas reinhaust? Ich habe hier Linsensnack. Mit? Was ist denn da überhaupt drauf? Chili irgendwas. Ganz gesund. Ja, so. Also folgendes ist der Plan. Der Olle mörtelt weiter, betoniert weiter und ich mache hier die Kiesverdichtung. Ja. Hätte jetzt gesagt. Übrigens, dieser komische Doktor hat mir mit dem Skalpell gedroht, dass er noch mehr Aufträge für uns hat. Cool, finde ich cool. Das macht Schalans, dass er dir droht, macht ihn sympathisch. Naja. Also wo ist denn nichts dagegen, ne? Wo ist denn der Betonpott? Da, wo du ihn hingestellt hast. Das weiß ich ja eben nicht mehr. Der Betonpott steht unten am Radioteleskop. Da. Ja. Ich habe ihn gefunden. Hat oder wird es nicht? Schaut so komisch aus. War? Das schaut gerade ein wenig komisch aus. Irgendwie habe ich es gerade nicht so richtig. Ich erkenne es nicht, ob es verdichtet ist oder nicht. Das ist schlecht. Ja. Ich hab's halt mit den Augen, das war's doch. Wände gießen, ja. Ach, Kinder, ne. Na ja, doch, das wird schon irgendwie. Ja, ja. Muss ja. Ja, ja. Solange die Anzeige oben immer mehr Prozent anzeigt, ist alles gut. Ach, was geht hier wieder an Sprit rein, du Junge, 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 Junge. Ja, ist doch normal. Das Eckchen da hinten noch und dann müssten wir es haben. So. Ich weiß nicht, was hier noch herkommt. Die Straße. Das wird, was ich jetzt gerade mache, ist keine Straße. Ach so, was du da baust jetzt gerade? Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, dann hast du so viel Ahnung wie ich, nämlich gar keine. Aber macht dir nichts. So, was will der jetzt halt auspacken? Auspacken. Okay. Was? Ich darf auch was gießen. Na, dann. Aber dafür haben wir ja die Betonbombe da. Nee, dann rein da.
Ja, das ist alles nicht so einfach. Einfach nett, aber einfach hat's an. Junge, was geht hier an Beton rein, ey? Das ist unglaublich. Aber grundsätzlich ist das ja wirklich ein umweltschädliches Projekt hier, ne? Warum? Naja, mitten im Regenwald quasi. Hier wird alles weggeholzt, damit hier so ein blödes Ding hingebaut werden kann. Ach, sag doch sowas nicht. Ja, das ist ja. Außerdem haben wir ja nichts weggeholzt, also von daher sehe ich das jetzt auch nicht so dramatisch. Schon wieder leer, der Eimer. Jetzt stell dir mal vor, wir müssten da auch noch jedes Mal mit dem Betonmischer dran. Dann wären wir 3 Jahrhunderte beschäftigt. Ja, Minimum. Wird wahrscheinlich gar nicht lang gehen. Das wird wahrscheinlich gar nicht langen, über das Gefühl. Ah. Wahrscheinlich nicht, nee. Aber ich merke schon, ich komme mit dem Ausleger gar nicht so weit hin, wie ihr eigentlich hin wollt. Das ist schlecht. Stellen wir uns mal kurz um. Weil die Baumaschine ist eh leer. Stellen wir uns aber so her. Na komm, klapp halt aus jetzt. Oh Mann, ey. Manchmal begreife ich es nicht. Nee, da hängt er dann irgendwo fest. Du kannst drücken, was du willst. Die Steuerung reagiert halt überhaupt nicht Das mehr. kenne ich vom Kacken. Da hängt er auch manchmal irgendwo fest. Da kannst du drücken, was du willst, da kommt nichts. Viel zu viel Info. Ja, nicht, dass dir dann passiert, musst du aufpassen, dass dir dann passiert wie Elvis. Der ist beim Kacken gestorben, du. Nicht dein Ernst. Haben sie hinterher ver ja doch, die haben das ja untersucht nachher nochmal. Da gibt es einen Mediziner, der kriegt Jahre später quasi diese ganzen Unterlagen und kann diese Fälle dann nochmal durchgehen. Und der hatte wohl irgendwie irgendwas, glaube ich, mit dem Herzen und hatte auch massiv Verstopfung tatsächlich in der letzten Zeit, wo er auch Medikamente für bekommen hat. Ja, und dann hat er halt tatsächlich auf der Toilette ein bisschen arg gedrückt, weil die Haltung, die er da hatte, der ist quasi von der Toilette runtergekippt. Okay. Also das war ein bisschen viel. Ja, gut.
Ja. Also soll man nicht unterschätzen, du. Ah, komische Art und Weise zu bis ableben. Ja, wohl wahr. Wo kommst denn du nicht hin mit deinem Ding? Moment. Eigentlich so ziemlich überall jetzt hat. Okay. Wie gesagt, ich muss mir an das amerikanische Modell erst einmal gewöhnen, weil das nach oben klappt, nicht wie das Deutsche, das klappt nach unten. Also genau entgegengesetzt hier. Oh, ich sehe gerade Streifenfundament. Das kann ich ja schon mal fertig machen, wenn du überall hinkommst. Ja, eigentlich schon. Eben leer machen hier den Eimer. Jo, genau. So. Ja, aber dann machst du jetzt quasi das Streifenfundament und ich mache hier dieses Ja, das ist ja hier komische Ding. bei der anderen Halle, das ist ja gar kein Problem. Ups. Ups, hört sich immer gar nicht gut an. Oh, ich habe ein bisschen Beton in den Keller gekippt. Ah, naja, dann. Wenn's mehr nicht ist. So, was kommt als nächstes? Ich warte lieber. Bestimmt wieder Beton gießen. Hör mal, ich mache mir mal eine Flasche auf hier. Hör mal. Ja, mach da. Wollte sagen, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ja, du musst schon aus deinem Kran raus und musst dir die Flasche selber holen. Ich bin gerade beschäftigt. Nee, die habe ich schon hier oben. Ja, dann. Ich habe eine ganze Kühlbox mit hochgenommen. Ich weiß nur nicht, wenn ich die Nice. leer habe, wie ich hier wieder runterkommen soll. Ja, nun, da geht immer. Lauf ist meistens das Problem. Ja, nur ob er das runter erlebt, überlebt. Ja, es ist da wieder was anderes. Der will doch garantiert gleich wieder. Da wette ich doch drauf. Der will doch garantiert gleich wieder, dass wir Deckenmodule Dingens hier legen oder sowas. Ja, keine Ahnung, was der will. Diese komischen Baustahlmatten, die müssen ja auch noch irgendwo hin. Bewehrungsgitter. Baustelle räumen. Siehst du, stehst wieder im Weg. Ich greif's halt nicht, was das jetzt gerade soll. Na, was war denn das für ein Zucker? Er klappt halt einfach nicht zusammen. Er will einfach nicht zusammenklappen. Boah, auf dem Ding hier war gerade Knoblauch drauf, du. Alter. Vielleicht doch wieder verkaufen und das deutsche System kaufen, das bin ich gewohnt, da kenne ich mich aus. Ja. Das Besser ist das.
dem werde ich irgendwie, ja. Ich weiß nicht. Aha. Kabine. Fertig, Wandelement, Beton, bla bla bla. So, was magst du? Was soll ich machen? Oder was Ach, magst du? egal, wo gerade was ist. Egal, habe ich nicht. Es liegt alles im Weg. Ja, das stimmt. Ah, dann baue ich das Teleskop zusammen. Ja. Ja, gibt's nicht. Ja, ist gerade ausverkauft. Ja. Wo sollen diese ollen Stahlträger hin? Warte bitte kurz. So geht's auch. Das sieht aus wie so ein Rummelplatz-Karussell. Ja, irgendwie schon, ey. Als wenn du da so ein Schlager-Express oder sowas aufbaust. Wie heißt das Ding? Mit Schlager Express? Sondern Breakdance. Na, Breakdance ist ja zu wölbig. Breakdance ist ja eher eine Platte. Stimmt auch wieder. Ach, keine So Ahnung. Schlager-Express oder Musikexpress, je nachdem, das heißt ja überall anders. Ja, aber das kommt man eigentlich ganz gut hin. Fakt ist, für diesen Auftrag gibt es richtig Kohle. So wie es sein muss, ne? Money, money. So, was wollen die noch haben? Stahlträger sind da, Deckenelemente. Was auch sonst. Sonst wird es ja langweilig. Also wenn du keine Deckenelemente legen kannst, dann wird es ja langweilig. Ich Ich denke mal, glaube. Deckenelemente werden wir hier noch mehr als genug verlegen. Ich glaube, wenn wir hier mit dem Amerika-Projekt fertig sind, haben wir Albträume. Du meinst, was Deckenelemente betrifft, oder was? Ich glaube, mit allem. Ich glaube, ich würde fast mal behaupten, diese beiden, ich weiß es nicht, aber ich glaube, diese beiden Bohrungen, die wir da gemacht haben, das werden nicht die letzten sein. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Wenn ich mir Die vorstelle, sind, also dass wir hier da. eine Raketenabschussrampe bauen, ja, da. Die Befürchtung, dass das die letzten zwei Bohrungen waren, also habe ich so gar nicht. So 200 Bohrungen oder sowas. Ja, irgendwie so sowas in der Art fühle ich halt absolut.
Aufzugsschacht. Hast du dein Gestell jetzt zusammen? Ja. Hier bei mir sieht der Licht. Bei mir liegt immer noch ein Element im Kessel. Nö, das ist erledigt. Das Teleskop ist drauf. Ah. Du hast den Knick in der Optik, ja? Anscheinend, ja. Naja, ein Element liegt da noch drin. Nee, das ist fertig montiert. Es ist auch schon an Ort und Stelle verbaut. So, jetzt brauchst du Betonschalung, ne? Ich bin grad. Ja. Und die die letzte Schalung, was wir jetzt haben, ne? Mehr haben wir dann gar nicht. Gott also sei Dank. Das heißt, da ist es dann schon mal zu Ende, was das betrifft. Gott sei Dank. Thanks God. Ist ja auch irgendwann nicht mehr lustig. Ja, aber Decke kommt noch, so wie es ausschaut. Und Ende. Natürlich. So, was haben wir denn noch? Betonschalung, Bewehrungsgitter noch einmal. Ja, einmal Bewehrungsgitter noch. So, ich werde jetzt die Pumpe verkaufen und mir die andere bestellen. Ja, ja. Dampf da. Das müsste die gewesen sein, was wir haben. Ach, die deutschen Geräte tun's für hier auch. Wird schnell repariert und dann verkauft. So. Ach so. Muss ich halt kurz runter und die andere holen, aber das ist ja wurscht. Einmal auspacken. Dann hier auch auspacken. Alter Schwede. So, und hier auch auspacken. Die ist weg. Deckenelement Beton, 10 Stück. Naja, das geht ja noch.
So. Ja, alles gut. Ah, okay. Darfst du Wände gießen? Ja. Man hört's. Ich darf Wände gießen. Werd bloß wahrscheinlich nicht überall rankommen, aber das gehen wir jetzt dann. Die Ecke halt nicht ganz ausgegossen. Ach, das macht nichts. Das dürfte nicht allzu viel ausmachen. Ja. Ob da eine Ecke fehlt oder nicht. Ja, dann kaum auf. Ach, da kommen später Tapeten drüber und dann ist das weg. Ja, Minimum. Ja, die Baumaschine kann nicht leer sein, die habe ich gerade erst aufgefüllt. Die ist leer. Nein. Wenn die KI sagt, die ist leer, dann ist die leer. Dann kannst du nicht das Gegenteil behaupten. Doch, weil die habe ich nämlich gerade befüllt. Ups. So. Aber du hast sehr arg gleich mit Decke legen. Ja. So, aber nur die Decke. Ja, muss halt nur betonieren, ne? Ja, das auch. Solltest du mit deinem gleich fertig sein, kannst du da ruhig schon mit anfangen. Mhm. Heidi, weil ich hier noch Träger stellen muss. Okay.
Aber ich glaube, das sehen wir dann erst nach der Kaffeepause. Meinst du? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Warum will er den? Ach so. Weil wir sind nämlich am Ende einer Folge angekommen und dementsprechend. Unglaublich. Ihr das Übliche, ne? Schaut's beim Berliner rein und so weiter und so fort. Genau. Ich werde jetzt die Betonpumpe noch umsetzen und dann würde ich quasi mit der Decke betonieren anfangen. Ja. Ja. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es dann hier weitergeht. Genau. In diesem Sinne, liebe Leute, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.